Team Deathmatch. Moin Moin, bis du besucht dies. Mein Name ist Zungiebe und das hier ist der Floppy. Ja. Hallo Floppy. Hallo. Ich bin ein größter Fan. Ja. Und heute spielen wir mal ein bisschen Blackhawks. Natürlich, wir mögen Blackhawks. Ja. Unglaublich. Wir sind nicht so eine, ja, genau. Wir sind nicht wählerisch. Hilfe! Floppy hat Cox gesagt. Ich glaube, das Audio ist doch ein bisschen zu laut. Machen wir gleich nochmal ein bisschen leiser hier. Warum das denn? Hast du das nicht auch, wenn irgendwie in irgendwelchen Videos andauernd irgendwie, weißt du, in Menüs rumgemacht wird? Ja, das ist... Es ist doch wirklich Essen, ja. Oder? Ja. Ja. Klasse, ich nehme die 10. Klasse. Ah! Ich nehme die 12., da bin ich gerade. Ja, ja. Klasse Wiedereintritt. Ist das eigentlich, wenn man sitzen bleibt oder was? Ja. Der Klasse Wiedereintritt. Heute ganz schnell zum Thema gehen, geht es natürlich um... Wetten das, wer die Tageszeitung liest, der sieht Ekelbilder vom Dschungelcamp, ist klar. Aber für die ganz Gebildeten gibt es dann doch das Thema Thomas Gottschalk, die Locke der Nation. Ja. Und Wetten das, Schleichwerbung. Jetzt sagte ich, wie jetzt Affäre? Was? Wie? Ist doch, was ist neu daran, oder? Ich meine, sie gewinnen ein Auto von Mercedes. Achtung, 10-minütige Einblendung. Dieses Auto, was mit 5 km/h, wenn überhaupt 0,5, in das Studio reinfährt und von 5 Kameraperspektiven aufgenommen wird, ist natürlich keine Schleichwerbung. Nein. Nee. Wir verschenken auch Audis, das zeigen wir nur nicht. Oder? Ja. So. Ja. Und Haribo, ich meine, ne, müssen wir ja nichts sagen. Ja, ist ja logisch. Und vieles andere mehr. Viel habe ich nicht gelesen, weil, wie gesagt, eigentlich ist es ja nichts Neues. Und jetzt geht es irgendwie darum, Affäre und bla aufgeklärt und Politik und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich den Herrn Zirngiegel mal stelle hier, auch wenn er nicht betroffen ist. Öffentlich-rechtliches Fernsehen, da ist es ja eigentlich jetzt nur so eine Affäre, weil das ist natürlich gebührenfinanziert. So. Ne, und jetzt seit 9 Jahren dürfen wir jetzt alle auch noch die Pauschale abdrücken. Das heißt, wir müssen ja, auch der Floppy, nur der Floppy ist so krass, der macht seinen Briefkasten einfach nicht auf und denkt, so muss er die Rechnung nicht bezahlen. Der schlau, ja. Funktioniert natürlich, glaube ich, auch nicht ganz. Aber egal. Jetzt natürlich die Frage an dich, wie siehst du denn das? Ja, ich meine, du musst es ja nicht zahlen, bei dir machen das ja wahrscheinlich die bösen Eltern. Ja, noch, ja. Noch, genau. Ja. Aber generell so, ich meine, die Politik, GEZ ist ja politisch. Ja. Am Ende, so. Und jetzt wettern sie gegen, irgendwie wahrscheinlich gegen, dass da Schleichwerbung war und so weiter. Und ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen sind auch politisch. Heißt also, wird eigentlich von der Politik gesteuert. Ist es nicht ein bisschen ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden von denen? Ja, ist schon ein zweischneidiges Schwert, das da in sich reinschneidet. Erstmal in die einen und dann in die anderen, ja. In die anderen, ja, klar. Ja. Macht irgendwie. Vielleicht so ein doppelseitiges, weißt du, so ein Zweihandschwert ist das. Ja, stimmt. Ja. Ja. Take this, motherfucker! Genau. Ja, weil am Ende ist es ja so, ne? Also die Politiker sind ja so auch in den ganzen Aufsichtsräten und so weiter, ne? Ja. So. Aufsichtsräte sind eigentlich nur dafür da, dass irgendwelche Leute mit irgendwelchen Titeln irgendwie im Alter noch Geld bekommen. Ja, es sind mehr, also, weil aufgesehen wird da nicht wirklich viel. Ja, stimmt. Wird eher aufgeschnitten, und zwar die ganzen Geldsäcke. Ja. Und die meckern jetzt rum und so. Ich meine, die machen das natürlich nur, um ihren Arsch zu retten. Ja. Weil anscheinend haben sie ja nicht wirklich aufgesehen, ne, aufgepasst, was da abgeht. Und jetzt kommt die ganze Scheiße raus. Ich weiß es nicht. Ich finde es sowieso, GEZ, ich meine, was soll denn das? Ja, ich finde es auch. Also ich finde es eine Frechheit einfach. Jetzt zum Beispiel, einige Menschen haben halt, kein Fernsehen ist nicht so normal, aber einige haben halt kein Radio oder einfach kein Fernsehen, haben einfach nichts von beiden. Zum Beispiel, weiß ich nicht, sparen wollen oder irgendwie sowas nicht brauchen oder woanders hingehen, keine Ahnung. Und dann müssen die zahlen, das finde ich immer saudumm. Nicht nur das, sondern... Es ist so lückenhaft gestaltet, dass jetzt zum Beispiel Firmen wie Rossmann und so weiter, apropos Schleichwerbung, die müssen jetzt für jede Filiale 17 Euro bezahlen. Nein. Doch. Es ist die Filialensteuer. Die müssen jetzt für jede Filiale, also für jede Adresse ist es praktisch, ne? Für jeden Haushalt. Das heißt also anscheinend auch, bei den Firmen ist es so lückenhaft gestrickt, dieses Gesetz, dass die, also es ist ja am Ende eine Steuer, ist es ja. Ja. So. Und
das ist halt echt so das Problem, dass die jetzt einen Schaden jährlich haben von über 200.000 Euro. Boah. Das musst du dir mal reinziehen. Müssen das andere auch machen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, andere Firmen wie Rossmann einfach? Ja, Rossmann ist ja nur ein Beispiel. Ach, ja? Das ist und gut, nur deswegen, ja. Ja, und pass auf, ja. Ich meine, die haben zwar Fernseher da drin hängen, aber ja. Da läuft ja natürlich nur irgendwelche Produktscheißwerbung. Ja eben, das ist ja, ja das finde ich ja mal super dumm, oder? So, ich meine, es ist ja selbst so, selbst wenn du gar nichts zu Hause hast, du hast ja. Irgendwie eine Hütte, du hast kein Fernseher, kein Radio, nichts, du hast noch nicht mehr Internet, musst du die Scheiße bezahlen. Ja, das ist ja echt, das ist super frech, oder? Die wollen doch bloß alle Geld, das beweist mal wieder, die wollen bloß alle Geld. Ja. So, und dann, weißt du, ich meine, es ist ja gut, also wenn man jetzt mal eine andere Position nimmt, ja. Weil die bei mir auf Arbeit, weil ich sag's nicht. Ja. Aber ein Argument, was ich kenne, ja, ja, ist zum Beispiel, ja, aber es ist doch für die Allgemeinheit, weil wir die Allgemeinheit genießt es doch. Ja. So, und das heißt, also so ist ja praktisch der Inhalt einer Steuer. Ne? Ich meine, ja. Wir zahlen ja auch für die Arbeitslosen, wir zahlen auch für die Sozialgeschichten und so weiter, für die Rentner, bla bla bla. So, und so ähnlich ist es ja auch bei der GEZ. Damit alle das genießen können, müssen halt aber auch alle zahlen, auch wenn sie es nicht nutzen. Ja. Verstehst? So. Jetzt ist natürlich aber die andere Sache, es wird halt auch ordentlich verschwendet. Und dann kommen wir jetzt auch die ganzen Sachen mit dieser Haribo-Affäre. Goldlöckchen, ja, seine Perücke wird bezahlt. Ja, und dann sehe ich irgendwelche Live-Aufnahmen mit fünf Kommentatoren von der Hochzeit eines englischen Adelpaares. Ja, mit 30.000 Ü-Wagen, ja, wo ich mir echt sage, so, sag mal, wozu eigentlich? Ja? Es ist wirklich eine absolute Frechheit. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und da könnten wir doch hier stundenlang drüber reden. Du bist ordentlich abgegangen, ja, weil ich die ganze Zeit rumgelabert habe. Ja, hab geht eigentlich, ja. Ja. Level 23, schön. Ja. Ja, ja, ja. Schon. Ja, Mensch, gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Darf ich noch das Wort zur GEZ? Kann man das in einem Wort zusammenfassen vielleicht? Scheiße. Perfekt, ja. Eure Meinung ist natürlich jetzt gefragt, das Video ist zu Ende, aber noch nicht die Diskussion. Also schreibt bitte unten in die Kommentare fleißig. Und macht mit bei der Diskussion, was sagt ihr zur GEZ und zur Schleichwerbung-Affäre bei Goldlocke Gottschalk? Wir lesen mit. Ja.